Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Da bin ich wieder zurück. Was wollten wir machen? Genau, wir wollten zu Misty in die Arena. Ich habe privat nochmal einen Spielstand gemacht, ne? Und da ist mir aufgefallen, wir haben auf dem Weg von der Mondhöhle zur Azuria City nichts verpasst, weil da bin ich ja immer runtergesprungen und kam nicht mehr zurück. Alles gut, wir haben alles eingesammelt. Andere Sache ist, in der Mondhöhle oder Mondberg, da habe ich zwei Mondsteine ausgelassen, also unsichtbare Items und irgendein anderes Item. Ja, da muss man auch mal öfters die Krater durchchecken, sage ich euch jetzt mal so, falls ihr noch an der Stelle seid. Guckt einfach die Krater durch, an zwei verschiedenen Stellen gibt's halt an der Stelle Mondsteine. Ja, ich könnte mir jetzt im Arsch beißen. Ich muss jetzt halt noch warten, ne? So, wir gehen jetzt zu Misty, mal gucken, was hier so abgeht. Warte mal, ich bin gerade total falsch. Ich will zum Team. Und hau hier mal meinen Brutzler nach vorne. Oder will ich meinen... Ne, ich lass mal mein Unkraut vorne. Entwickelt er sich vielleicht da mal. Mal schauen. Jetzt kommt mein spritziger Auftritt. Aha. Mein Pokémon und ich werden dich bis auf die Gräten nass machen. Na dann. Lily will fighten. Mit einem Goldini. Ich glaube, das Vieh werden wir hier öfter sehen. Ja, Level 16. Ich denke mal, ein bisschen Misty kriegen wir hier noch ein paar Level-Ups. Wir machen auch Schaden natürlich, ne, als Pflanze. Pflanzen sind natürlich sehr effektiv gegenüber Wasser. Genauso wie auch Elektro, ne? Die beiden solltet ihr auf jeden Fall benutzen. Aber das erzähl ich da, das wisst ihr alles, ne? So. Mal gucken, wann mein Gyarados endlich mal. Gyarados vor allem, wann mein Dings hier abgeht hier. Wie heißt es denn? Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Mann, Carpador, so. Du willst gegen mich kämpfen? Dann pass lieber auf, ich bin nämlich eine Dame, die mit allen Wassern gewaschen ist. Aha. Ihr seht alle gleich aus. Muschas. Auch kein schlechtes Pokémon eigentlich, also ein Austoss. Bin ich immer gut abgegangen damals beim Pokémon Stadium. Hab mir oft den Arsch gerettet, das Vieh. Oh oh. Stimmt, ich hab vergessen, dass Muschas ja auch ein Eistyp ist. Na gut, spätestens beim nächsten Pokémon sind wir wieder voll hier. Mal gucken. Und Brutzler reicht Level 18. Das ist schön. Lichtschild wollen wir nicht lernen. Aber die haben ja alle so wenig Pokémon, ey. Wie war so früher, hatten die mehr gehabt. Da war ich jetzt auch schon auf Level 20, 21. Jetzt bin ich mal gerade Level 18. Fehlen um die 3 bis 4 Level. Jurob, Alter. Wieder ein Eis-Pokémon. Wassereis. Whatever. Ding, ding. Ich hoffe, es hat keine Eisattacke. Wasserdüse. Ich muss auch mal gleich gucken nach Fähigkeiten. Und wie kommt mir so vor, dass die hier gar keine Fähigkeiten so richtig haben? So wie zum Beispiel H2O-Absorber und so ein Zeug und Chlorophyll und. Hast du nicht gesehen, was es da alles gab? Oder immer noch gibt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt es hier unten nicht. Ja, wir heilen uns auf jeden Fall ganz gut. Ich bin mal auf die Stamis und Sternlos gefasst. Oder gespannt. Gefasst nicht, aber auf jeden Fall gespannt, weil die können ja auch Psycho-Attacken. Da sollte ich mit meinem Pikachu reingehen. Weil Psycho ist halt auch effektiv gegen Pflanze, ne?
Von daher. Flatterfrau. Ich weiß gar nicht, warum wir die überhaupt noch im Team haben. Eigentlich kämpfen wir gar nicht mehr mit der. Eigentlich haben wir noch nie mit der gekämpft. So, wir bewegen sie mal. Die kleine Pikachu-Dame. Im Übrigen, bei meinem privaten Spielstand ist mein Pikachu ein Männchen. Hier ist ein Weibchen, also es variiert also. Hey du, was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Als mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also dann, bist du bereit dafür, gegen die weltberühmte Schönheit Mystian anzutreten? Nimm dich vor meinen Lieblingen in Acht. Aha. Na dann. Zeig mir mal dein Goldini und dein Goldkin. Nee. Goldini und Stern. Ja, Goldini und Starmie? Oder Stern, du? Enton? Na gut. Und das wird eine schnelle Nummer. Ich muss immer sagen, der Angriff ist mega nice, ey. Richtig cool. Dieser Britzel-Turbo. So, auf jeden Fall Pikachu eine Ecke stärker gemacht. Als es früher mal war. Jetzt muss es halt nur noch ein bisschen was aushalten. Boah, geil, Rasierblatt. Jo. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Ich würde nur gerne Absorber drin haben. Damit man sich immer selber heilen kann. Ja gut, wir kriegen später irgendwann sowieso noch Gigasauger und so. Von daher würde ich es jetzt erstmal wegmachen. Er muss trotzdem gucken, was ich dann reinmache. Weil Schlafpuder will ich eigentlich behalten. Säure will ich halt auch behalten, weil es Giftattacke ist. Ja, ich muss gucken. Vielleicht kann ich auch Säure wegmachen. Aber in dem Fall machen wir jetzt erstmal Absorber weg. Da kann ich mich noch leicht entscheiden. Aber später wird schwieriger. Dann lernst du noch Blättersturm und so. Aber ich finde halt Rasierblatt voll geil, die Attacke. Die muss halt drinnen bleiben. Das macht halt für mich immer ein Pflanzen-Pokémon aus. Ein Pflanzen-Pokémon, was kein Rasierblatt hat, ist für mich kein Pflanzen-Pokémon. Ganz komisch. Ganz komisch. Ja, bei mir hatte damals auch mal Visaflor immer Rasierblatt. Deshalb wahrscheinlich. Siedewasser. Ja, gut. Das geht ja nur so. Für mich müssen sich auch Pflanzen-Pokémon immer selber heilen können. Das sind für mich immer so richtig diese ekligen Mistviecher. So diese Pflanzen-Pokémon, ja. Und zum Beispiel Wasser-Pokémon sind für mich eigentlich. Was sind das für mich eigentlich? Wasser-Pokémon. Die halten bei mir irgendwie in der Regel immer viel aus. Deshalb würde ich sagen, sind es für mich eigentlich eher so die Tanks. Mitunter. Nicht alle, ne? Aber doch schon ein paar, gerade auch Totok, ne? Ist halt auch Hochverteidigung und so. Da muss man ja nichts erzählen. Ja, und die Pflanzen-Pokémon sind so die Schurken, so, ne? Unter den Pokémon. So diese ekligen, die so erstmal einschläfern oder so. Oder ja, verwirren können sie ja nicht, aber einschläfern. Und dann machen sie hier noch diese Schmarotzer-Attacken. Ah, ich überlasse dir den Quellorn, Mann. Hier hast du. Yeah. Danke, du erhältst den Quellorn von Misty. Mit den Quellorn in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM von mir. Lass mich raten. Das war ja sonst immer Aquawelle. Siedewasser, ja gut, stimmt. Aber Siedewasser ist gut, das gefällt mir. Dann kannst du die Pokémon, die Attacke beibringen, ne? Wende sie auf Pokémon an, die im Wasser leben. Ja klar, da gab ja schon der Name, ne? Siedewasser. Du hast noch was zu sagen? Ja, du hast Misty besiegt, Martin. Gut gemacht. Da kommt bei ein ganz schönes Spektakel. Das Wasser ist bis hier gespritzt. Aha. Na gut. Dann haben wir hier Arena-Leiter Nummer 2 besiegt. Na, du bist auch ein Trainermann. Diese ganze Sammlerei und Kämpferei ist sich. Achso, den hatten wir schon. Ich erinnere mich und irgendwie nervt mich mein Smetro hier hinten. Er will nicht mehr, dass mir das hinterher tuckert. Das war ein Team, ne? Ja. Was sollen wir denn hinterherlaufen? Komm, wir machen mal Carpon, oder? Yeah. Blub, blub, blub. Ah, guck mal, das sieht doch cool aus. Guck mal, da willst du gleich zum Wasser hin. Was ist mit dir los, Alter?
Kabuto freut sich über den Anblick des Springbrunnens. Du willst ja nur ins Wasser. Also, lass mich kurz überlegen, was machen wir, Wir werden wieder ins Einbrauchhaus gehen. Heilen brauchen wir uns eigentlich jetzt erstmal nicht. Wir können ja nochmal gucken nach einem Schicki. Geht voll ab, schnuppert an die Blumen. Okay, wenn du fliegen kannst, warum fliegst du nicht die ganze Zeit? Oh, Schicki wäre jetzt noch nice, wenn wir das fangen. Schicki soll es hier unten geben. Da so. Da gucke ich mal gleich, ob ich hier... Ja, gucken. Wir können hier Lockparfüm einsetzen. Na, da bin ich mal gespannt, was wir hier so bekommen. An Feines. Also bis jetzt kriegen wir noch gar nichts. Wir haben es doch eingesetzt. Okay, da kommt das erste Enton, Taubsee. Taubsee, ist es nicht das, was ich mir so erhofft habe? Blutzug haben wir auch schon. Oh, jetzt. Komm, hau ab hier. Hat sich ja voll gelohnt, ey, ne? Hallo? Kommt hier noch irgendjemand? Kommen ja echt immer nur drei Viecher oder was? Nee. Na los. Das war ja jetzt echt eine klasse Sache. Komm, wir setzen es nochmal ein. War wahrscheinlich ein Fehler jetzt gerade. Aber ich will jetzt hier noch ein paar Viecher haben. Kann nicht sein, dass hier so wenig abgeht. Na? Na, Mirabler. Anton. Mal ab hier. Weißt du, im Fertania-Welt war alles zugespammt an Viechern. Und hier kommt gar nichts. Okay, jetzt so langsam. Aber die Entons machen sich ganz schön fett, ne? Also ich kann hier keinen Schicki sehen. Na gut, aber die sind ja auch ziemlich selten, ne? Ich habe im privaten Spielstand im Fertania-Wald mir einen Bisasamen gefangen. Mega nice. Glumanda habe ich probiert, da kam aber nichts. Selbst mit hier Lockparfüm kam halt auch kein Glumanda. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das noch irgendwie hinbekomme. Also jetzt bin ich eh auch schon wieder in Azuria City. Und daher kann ich jetzt erstmal eine ganze Weile auch nicht mehr zurück. Mal gucken, wenn ich den Spielstand durchgespielt habe. Ja, aber wie ihr seht, hier soll ja Schicki kommen, aber hier passiert irgendwie nichts. Ja, jetzt ist auch alle. Ja gut, hat sich natürlich mega gelohnt. Mega nice. Mega, mega nice verschwendet. Oh Mann. Ein schöner Look-Duft weg. Der hat irgendwie nicht so viel gebracht. Hey, gib mir sofort meinen Pokéball zurück. Schicki? Gib mir jetzt ab. Schicki. Ach, die Schicki-Bande. Ach, diese Pokémon. Dieses Pokémon ist einfach unmöglich. Da muss ich doch auf das Haus aufpassen. Hier geblieben. Mein Cloud erstmal ein Pokéball. Ich hätte es gern gefangen. Aber gut. Gut, ich nehme es eh nicht im Team. Von daher stört es mich jetzt hier in dem Spielstand nicht so. Ah, ganz schön mies, ne? Alles kaputt hier. Kai hat erstmal die Beere an. Ja, ich hab schon verstanden. Ist ja sehr unauffällig. Was habt ihr jetzt zu erzählen? Sieh dir an, was Team Rocket in meinem Haus angerichtet hat. Sie haben mir sogar eine TM gestohlen, mit der man beispielsweise Menki oder Sander die Attacke Schaufler beibringen kann. Nice. Dieser Lumpen von Team Rocket hacken bestimmt wieder irgendeine Schandtat aus. Allem Anschein nach eine, für die sie Pokémon brauchen, die Löcher graben können. Ja. Ja. Vielleicht.
So. Ey, du da, du kannst doch nicht einfach so andere Leute Garten rumlatschen hier. Was ich hier mache? Ich bin einfach nur ein Passant, Mann, ist doch klar. Kein bisschen verdächtig. Glaubst du mir etwa nicht? Nee. Deine Uniform hat dich verraten. Radikal? Ist doch mal was Neues. Dann ziehen sie jetzt langsam an, den Schwierigkeitsgrad. Kommen hier wieder mit ihren Hyperbissen und Superbissen. Boah, ich hasse diese Attacke, ne? Zackt immer richtig rein. Ja, oh, schade. Na gut, zurzeit ist es nur ein Biss. Das geht dann. Ja, Radikal ist so ein hässliches Pokémon. Das ist so hässlich. Geht gar nicht, ey. Habe du erreicht Level 12. Yeah. Nice. Da fehlen nur noch 8 Level. Das ist Level 20. Und der wahrscheinlich immer noch mehr. Das ist ja schon gut, Mann. Ich gebe dir gestohlene TM zurück, Mann. Hier hast du Schaufler. Juhu, danke. Also gut, ich gehe da mal besser, ne? Macht es. Wir gucken mal, ob wir die TM wieder zurückgeben können. Normalerweise sagt der Typ bestimmt hier kannst du behalten. Aber wir sagen ihm nochmal, guck mal, wir haben deine TM. Oh, sag bloß, du bringst mir die gestohlene TM zurück. Ja, vielen Dank, Mann. Aber weißt du was? Ich schenke sie dir. Ich habe beschlossen, meine dicke Schaufler durch geduldiges Training beizubringen. Jo, alles klar. Diese war doch irgendwie klar. Also haben wir diesen Dialog auch nochmal gesehen. Ja, früher bin ich mal vorbeigerannt. War mir dann egal. Mir war eh klar, dass ich überhalten konnte. Aber um euch einige Sachen zu zeigen. So, hier kommen wir noch nicht vorbei. Hier brauchen wir den Zerschneider. Mal gucken, wann wir den bekommen. Natürlich wissen wir das alle schon. Aber ich will die Sache spannend halten. So, ja, hier geht's runter. Dann werden wir mal runtergehen. Hier unten ist die Pension, ne? Pansen. Kennt einer von euch Pansen? Der Hunde hat, der kennt bestimmt Pansen. Ziemlich lecker, das Zeug. Oh, geil. Leute, wir haben unser Feuer-Pokémon. Das Einzige, was mich hier dran ein bisschen stört, ist, dass es winzig ist. Level 15. Und es ist rot. Ist es gut, dass es winzig ist, oder ist es schlecht? Ich weiß es nicht. Ich fange es trotzdem mal. Gib ihm eine Himbeere. Und jetzt haue ich hier mal einen Superball raus. Jo. Sieht die Sache doch schon ganz anders aus. Geil, da haben wir endlich ein Feuer-Pokémon. Nein, gar nicht. Da treiben wir jetzt nicht. So. Zielen. Oh, komm, ey. Das war doch perfekter Wurf, ey. Ja, egal, wir haben trotzdem. Nice. So, wie wollen wir dich denn nennen? Ich habe schon einen guten Namen. Perfekten Namen habe ich schon. Yeah. Da ist er. Der winzige Fukano. So, dann hauen wir dich mal gleich ins Team. Oh, endlich haben wir Pokano. Ich dachte schon, wir kriegen das viel zu spät. Den klatschen wir raus. Ich glaube, Sandan kann raus. Oder Smetbom. Ja, Smetbom hat aber eine Flugattacke. Komm, wir hauen Mankey raus. So. Team entfernen. Jetzt hauen wir Pokano rein. Ist sogar Männchen. Schön. Mal ein Männchen. So, und jetzt bewegen wir dich im Team noch nach. Nein! Mann! Team hinzufügen. Und dann hauen wir dich gleich ganz nach vorne. Da ist mein Pikachu draußen, oder? Team hinzufügen. Jo. Okay. Ja, lassen wir das jetzt halt so. Mein Gott. Und jetzt muss ich noch umbenennen.
Ich habe natürlich einen Namen, den ich geben kann, der nicht der nicht perfekt zu diesem Pokémon passt. Aber in der Gen halt gibt es keinen anderen Feuerhund, von daher passt's, ja. Aber würde es jetzt Pokémon Silber sein und so, ja, dann würde Hades natürlich nicht passen. Hades? Nee, nicht Hades. Warte mal. Hades ist doch der Teufelgott hier, der Typi da, der, ne? Nee, Hades meine ich gar nicht. Wie heißt denn das andere Vieh? Hä, natürlich. Hades ist doch... Wie heißt denn jetzt dieser blöde Feuerhund? Warte mal, Leute. Ja, da muss ich mal googeln, da müsst ihr ganz kurz warten. So, ich guck mal, wer Hades ist. Hades ist doch der Totengott hier, oder? Hades, Wikipedia. Ja, alles klar. So, wie heißt denn dieser Teufelshund hier? Teufelshund. Kein Plan, Alter. Was ich hier... Nach was ich suchen soll. Devil Dog? Nee, das ist was anderes. Mann, wie heißt denn dieser Hund mit diesen drei Köpfen, Mann? Ist es nicht Hades? Da komme ich nicht drauf. Hund mit drei Köpfen. So. Kerberos? Kerberos, der Höllenhund. Kerberos. Kerberos kenne ich jetzt so nicht. Aber auch nicht schlecht. Gut, dann nennen wir halt Vulcano. Kerberos. Yeah. Das soll wohl irgendwie der mega krasse Hadeshund sein. Der Höllenhund der griechischen Totenwelt. Fabelwesen. Kerberos. Er ist doch nice, passt doch. Gut. Willkommen im Team, Kerberos. Ich freue mich. Dann habe ich schon mal 1, 2, 3, 4 Teammitglieder. Die anderen zwei werden wir mal sehen. Wird ein Weilchen dauern, bis die zu uns kommen. Ja, nice. Oh, hat so ein blödes Taubchen noch angeritten. Ich würde jetzt hier aber an der Stelle den Part beenden. Dann geht es im nächsten Part zu Urania City. Auf dem Weg nach Urania City. Ja, ich weiß, es ist falsch, aber mein Gott. Bin interessiert. So Leute, hier beende ich den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Was bist du da in der Ecke, ey? Dito, ey. Ja, und bis denn. Ciao, ciao.